Hallöchen, hast du schon mal was von der Millionärstrilogie gehört? Nicht? Ich auch noch nicht. Aber jetzt schon, warum? Weil ich dieses Wort nämlich selbst erfunden habe. Was es damit auf sich hat mit der Millionärstrilogie, das kommt jetzt. Das Wort Millionärstrilogie besteht aus drei Teilen und es ist ein bewährtes Verfahren, welches in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, x-mal praktiziert wurde von Menschen, die zu teilweise dadurch zu Millionären oder sehr wohlhabend geworden sind. Deswegen habe ich das Millionärstrilogie genannt. Ja, weil es passt einfach. Ja, viele, die Millionär geworden sind, haben diese Vorgehensweise in der Praxis umgesetzt, angewandt und es hat bei ihnen funktioniert. Und es ist eigentlich total einfach. Es ist nur ein bisschen zeitaufwendig, aber wenn du das regelmäßig und konsequent machst, dann wirst du damit deinen Erfolg haben. Aber keine Angst, diese mühsame Arbeit, die die jetzigen Millionäre mit dieser Vorgehensweise zu tun hatten, die musst du jetzt nicht mehr machen. Aber das kommt ganz zum Schluss. Warum? Millionärstrilogie ist eine Variante, die man auf den sozialen Medien praktizieren kann, also Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube und so weiter, ja, die kann man darauf anwenden und man kann damit erfolgreich sein, vor allem man macht es. Dranbleiben ist also ein absolut wichtiges Stichwort, du musst konsequent dranbleiben und zwar, jetzt kommt der erste Schritt dieser Millionärstrilogie. Der erste Schritt besteht aus dem, dass du regelmäßig auf deinem sozialen Medium oder deinen sozialen Medien deines Vertrauens, deiner Wahl, regelmäßig gute Inhalte postest. Also nicht nur irgendein Post, wenn du was zu Abend gegessen hast oder so, sondern einen inhaltlich wertvollen Post, der auch Menschen anspricht. Das ist also der erste Schritt. Nachdem du dann auf deinem sozialen Medium deines Vertrauens einen guten Post gesetzt hast, den du täglich machen solltest, mindestens einen, manche machen auch mehrere am Tag, ja, kommt der zweite Schritt. Der zweite Schritt bedeutet, kommentiere unter anderen Posts, die deiner Zielgruppe entsprechen. Also mach ungefähr 10, 20, 30 Posts, Kommentare am Tag unter anderen Posts. Was hat das für eine Wirkung? Die Wirkung ist folgendermaßen, wenn dein Kommentar unter einem anderen Post gut ist, ja, also ein auch inhaltlich guter Kommentar, nicht nur super oder lustig oder so, sondern einen guten Kommentar, der auch was aussagt, der irgendwie auffällt, ja, dann passiert Folgendes. Derjenige, der den Post gepostet hat, für den du ein Herzchen vergeben hast oder eine Umarmung oder ein Wow oder was auch immer, bitte kein Like nur, weil das ist langweilig. Mit Herzchen und so weiter bekommst du mehr bekommt derjenige mehr Reichweite. Hilf also demjenigen, mehr Reichweite zu bekommen, indem du nicht nur einen Like vergibst, sondern ein Herzchen, eine Umarmung, ein Wow, ein Lachen oder was auch immer. Oder für mich ist auch Wut oder Weinen oder so. Ja, eine Emotion zeigen. Und dann machst du darunter einen auffälligen Kommentar, der lustig ist oder inhaltlich wertvoll. Ja. Und dann schaut derjenige, der diesen Post gepostet hat, das an. Und natürlich auch alle die, die diesen Post auch, auf diesen Post auch reagiert haben, auch kommentiert haben, auch ein Herzchen oder ein Like vergeben haben oder was auch immer. Dadurch fällst du auf und wenn du das regelmäßig machst, dann ist es natürlich so, dass du immer wieder in deren Gedächtnis kommst. Und was passiert? Dadurch schauen mehr Leute auf dein Profil, wollen wissen, was ist denn die oder der für einer, der hier ständig immer gute Kommentare abgibt und so weiter und so fort. Was heißt es? Mehr Besucher auf deinem Profil mit der Konsequenz, wenn dein Post qualitativ gut ist, Reaktionen auf deinen Post. Dadurch erreichst du mehr Reaktionen auf deinen Post. Wenn du mehr Reaktionen auf deinen Post bekommst, hast du eine größere Reichweite. Mehr Leute sehen dich, mehr Leute bekommen von dir mit.
dritte Schritt ist nun, den erzähle ich dir jetzt gleich, und es ist auch ein sehr, sehr wichtiger und interessanter Schritt. Aber bevor ich dir diesen richtig wichtigen Schritt noch erzähle, kommt noch der Hinweis: Nach diesem dritten Schritt erkläre ich dir, wie du es jetzt machen kannst, damit du ruckzuck mit dieser Arbeit fertig bist, anstatt dir mühsam abzuquälen, 10, 20, 30 Kommentare auf 3, 4 verschiedenen sozialen Medien zu machen vielleicht, ja. Und so, sie dir einen Post auszudenken, jeden Tag einen Post auszudenken, der passt, der gut ist, der inhaltlich wertvoll ist. Ich kann mir schon denken, was du denkst, wow, das ist ja richtig mühsam und so weiter, ja. Aber wir haben jetzt eine Wunderwaffe, sage ich jetzt mal, die dir diese Arbeit zum Großteil abnimmt, und die stelle ich dir im Anschluss an diesen dritten Schritt vor, den ich dir jetzt vorstelle. Und wenn du also inhaltlich wertvolle Posts postest, 1, 2, 3 Mal am Tag, je nach Plattform, ja, und du hast unter 10, 20, 30 Posts kommentiert, bekommst du mehr Besucher auf dein Profil. Wenn du mehr Besucher auf dein Profil bekommst, werden auch mehr Leute auf deine Posts reagieren. Du bekommst mehr Herzchen, mehr Umarmungen, mehr Wow oder mehr Hahaha. Ja? Und im dritten Schritt schreibst du diese Leute persönlich an und bedankst dich für ihre Reaktion auf deinen Post. So kommst du mit diesen Leuten ins Gespräch und kannst dann auch im übernächsten Schritt, sage ich mal, ins Business-Thema einsteigen, in dein Business-Thema, weil du kommentierst ja und likest unter Leuten, die zu deinem Thema passen. Also, dann reagieren diese Leute dann auch auf deine Posts und mit denen gehst du in Kontakt. So, du kannst dir vorstellen, viel Arbeit, ja, jeden Tag ist richtig Social-Media-Arbeit, ja, damit du vielleicht Millionärin, Millionär wirst oder zumindest mal gut verdienst, sodass du gut und lockerlässig das Leben finanziell bestreiten kannst. So, und jetzt zeige ich dir, wie du das machen kannst, ohne dass du stundenlang vorm Bildschirm sitzen musst und auf sämtlichen sozialen Medienplattformen deine Arbeit erledigen musst. Ich zeige dir, wie das in einer halben bis einer Stunde locker machbar ist. Jetzt geht's los. Ich stelle dir jetzt MyAI vor, meine künstliche Intelligenz, die mich kennt. Die hat mich kennengelernt. Die weiß ganz genau, welche Lieder ich höre, welche Bücher ich lese, welche Filme ich anschaue, was mir im Leben wichtig ist, was sind meine Interessen, meine Hobbys, meine Wünsche, meine Ziele, meine Träume und. Ja, in diesem Sinne, jetzt geht's los. So, in diesem Schritt bringe ich dir nun MyAI näher und die drei Schritte der Millionärstrilogie, die hier oben als Be a Social Media Star Easy as 1, 2, 3 zusammengefasst worden sind. Also sei ein Social Media Star so leicht wie 1 auf 1, 2, 3 zählen. Nowsite hat noch viel mehr zu bieten als das, was ich dir in diesem Video nun erläutere. Aber in diesem Video gehe ich jetzt nur mal auf diese drei Punkte ein. Der erste Schritt ist Posten auf Social Media. Wir klicken dazu hier drauf und wir haben 6 Möglichkeiten hier, einen Post zu verfassen. Wenn du überhaupt keine Idee hast, was soll ich denn jetzt schon mal posten, ja, dann klicke hier auf Surprise Me, also auf Überrasche mich, ja. Und wenn du sagst, ich möchte du weißt, über was es gehen soll, sagen wir mal zum Beispiel Weihnachten, ja, sage ich jetzt mal so, dann kannst du hier sagen, schreib was über, wenn du hier draufklickst, dann kannst du sagen, schreib was über Weihnachten, schreibst du hier rein. Hier sagst du, nutze mein AI-Profil, welches du vorher angelegt hast. Ist eine Sache von einer halben Stunde, das einmal einzulegen, und nutze meinen Schreibstil, weil dein AI hat auch deine Schreibweise, deine Schreibart kennengelernt, ja, das ist auch absolut alles einzigartig. Dann wählst du hier aus, ich möchte inspirieren, unterhalten, bilden, andere Leute bilden, was erklären, ja, oder was du willst, was promoten, also, ja, wie sagt man da auf Deutsch, ich sage jetzt mal promoten dazu, musst du hier auswählen vorher. Dann sagst du, wenn du vorher ein Geschäftsprofil angelegt hast,
dann sagst du, welches Geschäftsprofil von denen, die du halt hast, möchtest du nutzen. Du kannst so viele anlegen, wie du willst, oder du sagst, ich möchte kein Geschäftsprofil nutzen. Und hier wählst du den Ton aus, also freundlich, professionell, überzeugend, humorvoll, begeistert oder formell. Ja, dann sagst du hier, schreib was über Weihnachten, und dann klickst du hier auf Generieren und dann wird was über Weihnachten gesagt. Das wäre jetzt dieser Punkt. Unter diesem Punkt ist es so, hier kannst du ein eigenes Bild haben und das Ding soll dir was schreiben über dieses Thema, wo dein Bild dazu passt sozusagen. Unter diesem Reiter hast du die Möglichkeit, einfach einen kurzen Text, einen kurzen Post mit Text zu verfassen. In diesem Dingens hier, wenn du ein Video hast, dann kannst du hier einen Text zu deinem Video machen. Und wenn du sagst, ich möchte einen langen Post machen, dann sagst du hier, schreib was zu einen längeren Post zu diesem Thema. Und dann such dir, wie bei hier auch bei Caption and Suggested Image, dann such dir das Teil, ein Bild raus, was dazu passt, und schreib dir halt einen längeren Text. Ja, das war's mal zu dem. Wenn du hier startest, dann werden dir quasi Fragen gestellt. Name, Nachname, Spitzname, was du jobmäßig machst, ja. Was hat dich dazu gebracht? Welche Informationen würdest du über deine Familie teilen wollen? Über deine Herkunft, deinen Background, deine Kultur und so weiter. Was ist das, was du anvisierst? Was sind deine nächsten Pläne, Ziele und so weiter und so fort? Und das wird dann hier alles aufgeführt, welche Ziele und Träume du hast. Im nächsten Schritt wird gefragt, was hast du für Interessen grundsätzlich? Was sind deine populären Figuren, die du gut findest? Ja, dann wird hier gefragt, welche Bücher, Filme, Musik du liest und auch welchen Sport du gut findest. Und dann wird hier gesagt, schreibe wie ich. Ja, dann gibst du quasi ein Schreibbeispiel ab und im nächsten Schritt stellst du noch hier ein Feintuning sozusagen. Wie viel Humor willst du reinbringen? Wie viel Emojis? Soll der Schreibstil eher formell oder informell sein? Die Länge, die Dramatik und hier der Ton, also mehr freundlich oder mehr expertenmäßig, ja. Und dann kennt es dich, hat es dich kennengelernt. Das kannst du im Nachgang immer noch anpassen und verändern und optimieren. Und dann kennt dich deine AI sozusagen. Da dich deine AI also kennengelernt hat, kann sie immer so schreiben, wie du schreibst. Beiträge verfassen, die zu dir passen. Die quasi immer zu dir passen, weil sie dich kennengelernt hat. Und wie gesagt, das kannst du ständig auch anpassen, erweitern. Deshalb kannst du hier zum Beispiel, das machen wir jetzt einfach mal, auf den Überrasch-mich-Button hier zu klicken. Und dann werde ich quasi überrascht mit einem Beitrag, den mir My AI erstellt. Jetzt klicken wir mal hier drauf, zack, und warten. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. So, nun ist ein Post erstellt worden. Wenn ich jetzt sage, der Post gefällt mir nicht, dann kann ich hier sagen, überrasch mich nochmal. Ja. Eigentlich wird es immer hier auf Deutsch umgestellt, bloß manchmal funktioniert es nicht. Aber eigentlich wird es auf Deutsch umgestellt, also nicht abschrecken lassen. Man kann ja auch ganz leicht mit der rechten Maustaste den Übersetzer einschalten, dann hast du auch alles auf Deutsch. So, jetzt haben wir hier einen Post, der zu mir passt. Hey Leute, kennt ihr das Dilemma, wenn ihr nicht sicher seid, wie man kostbare Erinnerungen am Leben erhält? Meine Enkelin Ella ist mein Ein und Alles. Leider kann ich nur selten in Deutschland sein, um ihr beim Aufwachsen zu erleben. Mein Geheimtipp: setzt auf die Macht der Musik. Ich nehme Lieder auf, die wir gemeinsam singen oder die mich an unsere Zeit erinnern. Das gibt mir das Gefühl, ihr trotz der Entfernung ganz nah zu sein. Versucht es doch auch mal und lasst die Musik euch helfen, Erinnerungen aufleben zu lassen. Finde ich doch toll, ja? Und hier ein passendes Bild dazu. Natürlich kannst du hier das leicht austauschen. Und dann, das Spannende ist ja auch noch, das ist jetzt der Text für Facebook. Wenn ich hier auf Instagram gehe, dann habe ich hier einen anderen Text, der natürlich sinngemäß gleich ist. Aber wir haben hier einen anderen Text und für LinkedIn haben wir wieder einen anderen Text. Und für Twitter haben wir wieder einen anderen Text. Weil es ist nicht gut, wenn du auf allen Plattformen denselben Text
verfasst. Auf Twitter zum Beispiel, oder X heißt es ja jetzt, sollte man sowieso die Texte viel, viel kürzer verfassen. Und das ist hier alles optimal angepasst an die einzelnen Plattformen, an das Publikum der einzelnen Plattformen. Aber es geht noch spannender. Jetzt habe ich mal was vorbereitet für Untertitel unter meinem Video. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen was eingetragen hier. Welches Business-Profil ich möchte promoten. Freundlich, professionell, überzeugend und begeistert. Und hier sollte jetzt gehen, ich stelle die Millionärstrilogie vor, über die jeder zum Social Media Star werden kann und sein Business schneller und leichter aufbauen kann. Das habe ich jetzt mal reingeschrieben. Hier habe ich das Video beschreiben müssen, um was es geht, MyAI und seine Tools. Und jetzt gehe ich hier auf Generieren und jetzt wirst du gleich staunen. So, nun ist der Text entstanden für Facebook Video, ja. Werde zum Social Media Star mit der Millionärstrilogie. Entdecke MyAI und seine Tools und baue dein Business smart auf. Also das wäre jetzt für Reels. Ja, jetzt muss ich das hier zumachen. Und für Reels kommt jetzt hier, sieh dir an, wie MyAI das Game verändert. Join Millionärs Trilogie 24 und lass dein Business boomen. Und für Instagram, bist du bereit für den Durchbruch? MyAI und seine Tools bringen dein Business aufs nächste Level. Millionenschwer mit der Millionärstrilogie und so weiter, ja. Für YouTube, entdecke, wie die Millionärstrilogie 24 dein Business verwandelt. Schau dir das Video an und finde heraus, wie MyAI die Art und Weise, wie du online arbeitest, revolutionieren wird. Für TikTok, Lust auf Millionär zu werden, finde heraus, wie MyAI deinen Traum wahr werden lässt. Tappe in unser Millionärstrilogie-Abenteuer und lass es krachen. Ja, also immer unterschiedliche Texte für die einzelnen Plattformen, wo eben Videos gepostet werden können. Ja, das wäre es, was es mal mit Posten. Du hast hier tolle Möglichkeiten. Total zeitsparend. Überleg dir mal, du müsstest für jede Plattform den Text extra schreiben, weil es ist nicht empfehlenswert, für alle Plattformen denselben Text zu nehmen. Das schränkt eher deine Reichweite ein. Also, das war es jetzt mit dem Thema Posten an dieser Stelle. So, nun hast du gesehen, wie leicht und schnell du sämtliche Plattformen hier versorgen kannst mit dem optimalen Text, mit dem optimalen Post, der inhaltlich gut ist. Ja. Im zweiten Punkt kommt jetzt die Sache Kommentieren unter Post. Da gehe ich hier rauf. Und dann haben wir hier, da mache ich mal diese Sachen hier raus. So, dann gehe ich hier zum Beispiel auf Facebook. Aber du kannst hier oben auch einstellen Instagram, LinkedIn, X, YouTube und TikTok. Ja, kannst du hier versorgen. Ja, deshalb, aber ich mache jetzt mal einfach mal Facebook. Ich gehe jetzt hier auf Facebook, scrolle hier in der Timeline nach unten und schau mal, was mir gefällt. Also das vom Pascal nehme ich jetzt mal. Ich kopiere einfach den ganzen Text hier raus. Rechte Maustaste kopieren. Gehe wieder zurück. Gib diesen Text hier ein. Einfügen. Und dann sage ich hier Kommentar erstellen. Ja. Und dann ich müsste mir jetzt theoretisch nicht mal den Post durchlesen. Und schon ist der Kommentar fertig. Stimmt. Bei Geldproblemen können arme Menschen wirklich ein Liedchen davon singen. Reiche Menschen haben auch ihre Herausforderungen, aber sie sind vielleicht etwas exklusiver. Dann gehe ich hier auf Kopieren. Dann gehe ich zurück. Gebe dem Pascal ein Herzchen, ja, zum Beispiel. Und füge hier den Kommentar ein. Stell dir vor, du müsstest dir was ausdenken und das 20 Mal oder 30 Mal am Tag für eine Plattform, dann machst du vielleicht noch Instagram oder LinkedIn oder was auch immer und du müsstest es für jede Plattform machen, dann kannst du dir vorstellen, wie lange du dazu brauchst und hier siehst du jetzt, wie schnell das hier gegangen ist. Ja, das war es also mit dem Kommentieren, das wiederholst du halt, wenn du runterscrollst, so oft wie du halt möchtest. Ja, in diesem Sinne, das war es mit dem Thema Kommentieren unter einem Post. So, nun kommen wir also zum dritten Teil der Millionärstrilogie, wie ich es genannt habe. Ja, es ist kein offizieller Begriff, es ist mein Begriff, ja. In diesem dritten Schritt gehen wir jetzt vor und schreiben den Leuten. Das heißt, hier gehen wir her und kommentieren raus, um was es bei diesem Post ging.
Dann kopieren wir den, müssen wir hier oben einstellen, Leute kontaktieren, die auf meine Posts geliked haben oder reagiert haben. Dann machen wir das hier raus, fügen das hier da ein. Ja. Und jetzt muss ich dem noch sagen, zum Beispiel, wir wissen jetzt hier, es haben einige Leute darauf reagiert. Ja, ist ja schon mal wunderbar. Und jetzt können wir uns überlegen, wen wir jetzt kontaktieren. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den David her. Dann schreibe ich jetzt da unten rein, David geliked. Ja, zum Beispiel. Ja, dann gehe ich auf Generieren. Und jetzt ist die persönliche Nachricht fertig. Hey David, toll, dass dir mein letzter Post gefallen hat. Arbeit kann definitiv mehr als nur ein Job sein. Sie kann eine Leidenschaft sein, die Spaß macht und die Miete zahlt. Bist du bereit, dein Marketing-Gameplan auf das nächste Level zu heben? Machen wir es gemeinsam großartig. Lieber Gruß, Klaus. Ja? Dann gehe hier auf Copy to a Clipboard und sende ihm diese Nachricht. Dann gehe ich jetzt hierher, gehe hier auf Message und füge einfach diese Nachricht hier ein. Auch das ist natürlich extrem zeitsparend, weil du kannst dir ja vorstellen, wenn du alle Nachrichten noch händisch schreiben müsstest, wie viel Zeit du hierfür aufwendest. Und das wiederholst du jetzt bei allen, die auf deinen Post reagiert haben. Ja? Und ich habe wirklich festgestellt, seit ich das mache, bekomme ich deutlich mehr Reaktionen auf meine Posts. Ja, wenn du hier durchschaust, ich habe immer früher 2, 3, 4, 5, 6 Reaktionen vielleicht gehabt, manchmal auch gar keine oder ein. Jetzt habe ich im Schnitt immer 23, weiter unten habe ich schon mal fast 100 gehabt. Das kommt drauf an. Also diese Strategie ist wirklich Gold wert, liebe Leute. Jetzt kennst du die Millionärstrategie, wie man sie jetzt im Jahr 2024 praktizieren kann. Du sparst unglaublich viel Zeit und Arbeit und hast mehr Zeit für andere Dinge und baust trotzdem dein Geschäft dadurch schneller auf. Vorausgesetzt, du arbeitest kontinuierlich mit diesen Tools, weil zu dieser Arbeit der sogenannten, von mir genannten Millionärstrilogie gehört definitiv Kontinuität und auch ein mittelfristig langer Atem. Weil das geht nicht von heute auf morgen, dass du dann hier 10, 20, 30, 40, 50 oder was auch immer Likes bekommst. Das dauert natürlich, das muss ich aufbauen über die Zeit. Ja, wir sind inzwischen gewohnt, dass es beinahe seit Schlag auf Schlag geht und fast im Wochentakt werden neue Tools eingeführt und so auch letzte Woche wieder ein neues Spielzeug, welches uns wahnsinnig hilft. Es geht hier um dieses Tool hier. Helfen Sie mir zu antworten. Der Hintergrund hinter diesem Tool ist, es wurden von Network-Millionären, also von sehr erfolgreichen Networkern, die wissen, was sie tun, wissen, wie sie arbeiten, wissen, wie sie auf Fragen antworten. All diese Fragen dieser erfolgreichen Networker, wie zum Beispiel Ray Higdon, einer der erfolgreichsten Networker der Vereinigten Staaten, all seine Antworten und alles, was er je gesagt hat, wurde eingespeist. Das heißt, wenn du eine Antwort bekommst auf irgendeinen Chat mit irgendjemand über irgendeinen Kanal, welchen Kanal auch immer, dann kannst du hierüber eine Antwort bekommen, ja, wenn du selbst nicht weißt, wie du zu antworten hast oder sollst, oder wenn du dir nicht sicher bist, oder du willst einfach schauen, was würde Ray Higdon in diesem Fall antworten, dann kannst du dich von seiner Antwort inspirieren lassen und dann deine Antwort draus machen. Wir schauen jetzt mal rein, wie das aussieht. Das ist also wirklich Wahnsinn. Du gehst hier auf Loslegen und dann kommt hier diese Seite. Hier kannst du Ziele definieren im Vorfeld. Also du willst ein freundliches Gespräch führen oder du willst auf dein Geschäft überleiten oder du willst ein Video anbieten zum Zusenden oder Anrufen, auf eine Präsentation einladen, auf ein persönliches Treffen nachverfolgen, Einwand überwinden, also wenn jemand Einwände hat, Einwandbehandlung, ja. Oder ein Geschäft, also schließen, würde ich mit einem Geschäft abschließen
übersetzen mal, weil die deutsche Übersetzung in die passen immer nicht ganz. Hier, also wenn du hier loslegen willst, dann gehst du einfach her. Du suchst hier eins raus. Ich gehe jetzt mal auf Einwand überwinden. Ja, dann suche ich mir hier ein Business-Profil aus. Du hast ja in diesem Video erfahren, dass wir hier Business-Profile anlegen, so viel wir wollen. Dann weiß NowSight oder meine AI schon mal, um was es denn hier geht. Ja, jetzt kann ich sagen, okay, lass uns doch mal über das Thema Marketing reden. Ja, und jetzt, ich mache jetzt mal einfach eine Antwort hier rein, die mir gerade so spontan eingefällt. Zum Beispiel, ich habe keine Zeit und auch kein Geld, um mich mit etwas Neuem zu beschäftigen. Ja, das schreiben wir jetzt mal da rein. Dazu machen wir noch dazu Grüße Franz zum Beispiel, ja. Und jetzt gucken wir mal, was der mir für eine, was Ray Higdon auf diese Frage antworten würde. Dazu klicke ich hier drauf und warte auf die Antwort. Ja, die Antwort, die jetzt hier der Ray gegeben hätte, heißt: Hey Franz, ich verstehe, Zeit und Geld sind wertvoll, aber genau das ist der Punkt. Wenn du keine Zeit hast, wann wirst du sie haben? Passive Einkommensquellen könnten die Lösung sein. Wenn du bereit bist, darüber zu sprechen, bin ich hier. Ja, also diese Antwort kannst du geben oder du lässt dich von ihr inspirieren und machst dein eigenes Ding draus und. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier dieses Tool und ich habe schon festgestellt, ich hätte oft anders geantwortet und habe mich dann von dieser Antwort inspirieren lassen und ich habe festgestellt, dass es auf gute Resonanz bei dem Empfänger stößt, jedes Mal, also dieses Tool ist Gold wert, liebe Leute. Also vor allem für die, die einfach unsicher sind, ja, was sie denn jetzt antworten können. Hier hast du die Lösung und die ist wirklich phänomenal, finde ich. Ich hoffe, du findest den Inhalt genauso spektakulär und phänomenal wie ich und die Möglichkeit, MyAI zu nutzen, damit du dein Business schneller, besser, leichter nach vorne bringst, ja. Und wenn du das MyAI ausprobieren willst, dann frag mich persönlich. Unter diesem Video findest du sämtliche Möglichkeiten, mit mir Kontakt aufzunehmen und auch gleich mit MyAI zu starten, ja. Und du kannst auch mit mir einen Zoom-Call machen. Wir können reden. Ich kann dir weiterführende Videos zur Verfügung stellen und. Also unter diesem Video findest du alles, was du brauchst, um weitere Informationen zu bekommen und mit MyAI jetzt zu starten, weil Leute, es gibt da draußen nichts Vergleichbares und vor allem überhaupt nichts Besseres, im Gegenteil. NowSight und MyAI ist allen anderen um Längen voraus. In diesem Sinne, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen, der Inhalt hat dir gefallen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.